Heute, was geht ab, Leute, Hunger? Heute Abend endet bereits das Psycho-Event. Und ja, das nächste Event ist höchstwahrscheinlich Halloween. In Amerika ja ganz groß gefeiert und auch in Pokémon recht, recht krass eigentlich immer das Halloween-Event. Deswegen habe ich euch mal gefragt auf YouTube, was ihr für das Halloween-Event so sehen wollt, was ihr haben wollt. Und jetzt schauen wir uns mal die Antworten an. Eine Menge Feedback, 140 Kommentare, 321 Likes, also mehr als für manche Videos, sogar mehr als für die meisten. Also hinterlasst mal ein Like, einen Kommentar und ein Abo, damit solche Posts nicht einfach mehr Feedback haben als das tatsächliche Video. Aber an sich hat der Kollege hier, Dominos, Shoutout an dich, bereits alles sehr gut zusammengefasst, hat sogar 89 Likes bekommen. Anstatt jetzt durch die ganzen Kommentare zu gehen, reicht es eigentlich, wenn wir uns seinen Kommentar anschauen, weil er hat eigentlich alle Punkte genannt. Es gab so 4 Punkte und einen Negativpunkt, also 4 Sachen, die wollte eigentlich jeder sehen. Und eine Sache, ja, die wollte eigentlich keiner mehr sehen. Also, was hat er geschrieben? Erstens, Doppelbonbons. Ja, das haben so viele Leute geschrieben. Doppelbonbon war das letzte Mal, als Latios da war. Latias, nicht Latios. Das war vor 5 Monaten, das war im Mai. Also vor 5 Monaten, wenn das jetzt eher Richtung Ende Oktober geht, ist es auch schon eher Richtung 6 Monate. Halbes Jahr, wird auf jeden Fall mal wieder Zeit für Doppelbonbon. Vor allem fürs Verschicken. Es gab ja Bonbon-Bonus, Safari-Zone, Chicago? Oder war das unsere Safari-Zone? Auf jeden Fall, es gab ja Bonus-Staub, Bonus-EP und Bonus-Bonbon. Aber nur fürs Fangen, nicht fürs Verschicken. Und es wird auf jeden Fall mal wieder Zeit fürs Verschicken. Ich habe so viele legendäre Beutel. An sich kann man die eigentlich auch so verschicken, aber man ist halt gierig und geizig. Man will halt das Maximale rausholen. Kann ich schon verstehen. Ich wäre auf jeden Fall sehr dafür. Dann, zweiter Punkt. Und das haben auch so viele Leute in den Kommentaren genannt. Gen 4. Geister und nicht Pokémon, was auch immer. Genau wie bei letztes Jahr, bei Gen 3. Dass da so die erste Welle an den neuen Pokémon gekommen ist. Und genau das wollen die Leute auch dieses Jahr wiedersehen. Macht Sinn. Ein Jahr seit dem letzten, seit Gen 3 gekommen ist. Die Sache ist halt nur, es fehlen immer noch Gen 3 Pokémon. Aber an sich gar nicht so schlimm. Wir haben den Trailer gesehen. Gen 4 steht in den Löchern, steht vor der Tür. Ja, so heißt es. Steht vor der Tür. Die Moves wurden hinzugefügt. Eigentlich, sobald der Niantic sagt, hey, hier, los geht's, und auf den Start drückt, ist es soweit. Also, macht auf jeden Fall Sinn. Sogar sehr viel Sinn. Ich denke auch auf jeden Fall, Gen 4 Halloween Event, werden sie am Start sein. Dann natürlich, wie für jedes Event, neue Shinies. Und jeder, wirklich jeder will Shiny Nebulak sehen. Man hat gemunkelt, hey, vielleicht C-Day, Oktober, Nebulak. Aber nein, es kommt Tarne, nächste Woche übrigens. Ich freue mich schon drauf. Aber macht auf jeden Fall Sinn für Halloween, Nebulak aufzuhauen. Tragosto schreibt er auch noch da rein. Traumvogel. Die anderen Geister, Zürich, Zubiris, Schuppet, die gibt es ja schon als Shiny. Also macht es auf jeden Fall Sinn, gibt ja nicht mehr so viele. Vielleicht Zubat? Zubat ist auch so ein Halloween-Pokémon. Fledermaus, Vampir. Zubat würde ich auch feiern. Aber ja, das macht auf jeden Fall Sinn und wollen auch die meisten eigentlich sehen. Und da werden auf jeden Fall irgendwelche neuen Shinies kommen. Insbesondere sind die meisten ja bereits belegt. Klamurks ist schon weg. Wie gesagt, die anderen Geister von Gen 3. Jetzt Traumato auch. Also so viele Sachen bleiben gar nicht mehr übrig. Nebulak macht Sinn. Traumvogel macht Sinn. Tragosso macht Sinn. Mauzi war ja auch so ein Halloween-Pokémon. Vielleicht kommt Mauzi Shiny auch. Nächster Punkt. Ich gehe jetzt nicht nach der Reihenfolge von ihm, sondern nach der Reihenfolge der Gesamtkommentare. Und zwar neuer legendärer Raid-Boss. Wir haben es im Trailer gesehen. Hier seht ihr es, glaube ich, auch noch. Habe ich als Thumbnail benutzt. Giratina ist sogar ein Geist, legendäres Geist, noch irgendwas. Und das macht auch auf jeden Fall Sinn, dass der als nächster Raid Boss kommt und Mewtwo ablöst. Passend zu Halloween. Thema Geist, Thema Unlicht. Und ja, wann ist Mewtwo nochmal weg? 23. Oktober, glaube ich, oder so. Würde auch passen, wenn das Event, also Halloween Event, am 23. anfängt. Also passt eigentlich alles zusammen. Ich bin gespannt. Dann kommen wir zu einem extra Punkt. Den haben auch mehrere Leute genannt. Habe ich persönlich nicht dran gedacht und halte ich auch für eher unwahrscheinlich. Aber die Leute wollen Mewtwo mit Spukball sehen. An Halloween am 30. wollen die Leute, oder 31. Oktober, wollen die Leute in der Lage sein, Mewtwo Spukball mit TMs beizubringen. Was die meisten Leute natürlich freuen würde. Vor allem die, die jetzt 100er, 98er gefangen haben. Und der nur zum Beispiel Eisstrahl kann oder sowas. Aber ja, es gibt halt einen Grund. Ein Sinn, dass es halt ein Legacy-Moveset ist. Und ich glaube nicht, dass sowas kommen wird. Aber überraschenderweise, also ich habe nicht mal dran gedacht, haben das mehrere Leute genannt in den Kommentaren. Und dann die letzte Sache, und das ist eher der Negativpunkt. Ein paar Leute wollen kein Pikachu mit Hexenhut sehen.
Den gab es ja letztes Jahr. Es gab gerade erst einen Pikachu mit dieser neuen Cap, mit dieser Hipster Cap. Aber mehrere, zum Beispiel Melanie, Chaos Lady, meinte, sie will kein Pikachu mit Hexenhut. Die Sache ist halt, der letztes Jahr nicht gespielt hat, dem fehlt es noch. Also, und ist halt kein, es nimmt halt nichts weg. Ist halt da, kann man mitnehmen, kann man nicht mitnehmen. Aber wenn es halt nicht da ist, ja, dann hat man gar nicht mal die Wahl. Dann kann man es gar nicht mitnehmen. Mir ist persönlich egal. Schreibt unten in den Kommentaren, ob ihr wieder ein Pikachu sehen wollt. Weil der Dominus hat sogar geschrieben, neues Pikachu mit Kürbiskopf. Wäre auch ganz cool, aber ich glaube, die packen jetzt nicht noch ein extra neues Pikachu aus. Ich scroll hier noch ein bisschen durch, könnt ihr mal ein paar Kommentare lesen. Und ja, vielleicht seid ihr mit dabei. Aber an sich war es das eigentlich auch schon wieder. Ja, das waren so die Hauptpunkte. Doppelbonbon wollen viele Leute sehen. Neue Shinies, Gen 4 wollen die Leute sehen. Und Gigatina als neuer 5er Raid Boss. Aber an sich bei diesen 140 Kommentaren, die 4-5 Punkte waren die meisten, die immer genannt wurden. Ihr könnt ja noch unten in die Kommentare schreiben, was ihr gerne zu Halloween sehen würdet. Und ansonsten, schreibt auch noch rein, wie das Psycho-Event für euch war. Wie gesagt, heute Abend endet es. Mal schauen. Ich denke nicht, dass heute Abend bereits was Neues angekündigt wird. Bei Mewtwo ist, glaube ich, noch bis zum 23. da. Und ich glaube, davor irgendwann wird das Event erst angekündigt. Aber das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Und vergesst nicht, Pokémon is serious business.